Dachte, ich müsste in die Aufnahme niesen. Und herzlich willkommen zu Diablo. Mit dem nackten Barbaren. Oha. Und wir haben einen Special Guest dabei mit The Walner. Ja, der ist in der letzten Folge schon dazu gestoßen. Wir nehmen gerade eh alles an einem Stück auf, also. Mit dem guten Walner. Was muss ich denn jetzt anziehen und was muss ich verkaufen? Ich hab keine Ahnung. Was musst du anziehen und was verkaufen? Cool. Also, wir gehen schon mal nach Caldeum. Verkauf noch eins davon. Jetzt verschwindet Fox kommt jetzt, wieder. Zum Kaiser. Ich hab nur normalen Angriff jetzt drinnen. Revolte! Revolte, 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 hier stehen so viele Leute außen rum. Die greifen so alle so an, so Taten am Außenposten von Kasim und in allen schlagen also mit solchen horadrischen Hamburgern drauf. Ich werde euch helfen. Hauptmann Rava, diese Frau hat äußerst wichtige Informationen bezüglich des Massakers in den Grenzgebieten. Wir müssen unbedingt den Kaiser sprechen. Na schön, aber ich glaube nicht, dass er dafür empfänglich sein wird. Lasst sie passieren. Soll ja nicht empfänglich sein, der soll einfach nur reden. Ja. Öffnet das Tor. Gehen wir. Ich führe euch zum Palast. Mach das Tor auf, los. Oha. Bosskampf, der kleine Wicht. Da ist der kleine Wicht. Wie kühn von euch, um eine Audienz bei mir zu bitten. Meine Wachen berichten mir, dass ihr für das Massaker an den unschuldigen Bürgern von Alkanus verantwortlich seid. Aber ihr wisst, dass dies nicht der Wahrheit entspricht, oder? Wenn ihr unschuldig seid, warum schleicht dann einer eurer Spione in der Kanalisation herum? Bringt sie herein! Hallo. Lasst mich los! Hallo. Ich verabscheue Gewalt. Hallo. Wachen, ich überlasse dieses Problem euch. Ah. Nein! Nein! Nicht genug Zorn. Ich wusste, dass ihr mich retten würdet. Gehen wir. Nur noch mehr Wachen kommen. Zurück. Wir müssen fliehen. Flieht. Ich gebe euch Heilbrunnen. Danke. Jetzt müssen wir in die Kanalisation. Ruhe. Ich werde alles erklären, wenn wir. Zeug zum Zerstören. Kommen so diese Wachen so her, ich schlag einmal und tot. Nur Geduld. Diese Dämonen versperren uns den Weg. Wir müssen das Konstrukt, das sie beschwört, zerstören. Los! Hopp, hopp! Von hier aus muss es einen Weg in die Kanalisation geben. Ich benötige mehr Zorn. Ich brauche mehr Zorn, okay. Dann werden wir schnell zornig. Und dann kann ich dir auch wieder alle plätten. Mit meinem Zornstreitkolben. Und tschüss. Da ist ein Nachzügler. Für die für den Loot. Dies wird ein guter Los. Kampf. Oh. Wir werden sie finden. Wow, Frame-Einbrüche wie sonst was. Ja. So viele Gegner. Ich habe immer Frame-Einbrüche in dem Gebiet. Magda hat die Wahrheit gesagt. Meine Mutter lebt. Irgendwie. Schatz, Goblin! Ich habe es immer Nein. Aber ihr habt sie nie gekannt. Seid vorsichtig, Lea. Die Dinge sind nicht immer so, wie sie erscheinen. Ich habe eine. Oh, der Putz. Der ist sogar besser. Die Wüsten Kejistans sind majestätisch, ausgedehnt und voller stechender Insektenschwärme. Sie erscheinen vielleicht wie kleine Ärgernisse, doch diese Plagegeister verbreiten zahlreiche Seuchen. Eins davon war einst in meinem Stiefel gefangen und mein Fuß schwoll auf die Größe einer Melone an, bevor die Infektion abklang. Was für furchtbare Kreaturen. Boah, da kam sogar viel Gold raus. Ja. Gold, Gold, Gold. Nee, da kamen Ratten raus. Da fallen Skelette vom Himmel. Adria sollte hier sein. Oha.
Also, Adrias Gefängnis. Los. Komm, Foxy. Soll ich mal hier sammeln? Komm, mein Süßer. Oh Gott. Alter. Walner, töte es, bevor es Eier gibt. Erzähl uns vom schwarzen Seelenstein. Wir wissen von den dreien, mit denen die Horadrim die großen Übel gefangen hatten. Moment mal. Haben die überhaupt Augen? Euer Meister. Nein. Die haben nur so ein hässliches Maul. Oh, fuck! Lass sie in Ruhe! Die halt mit ihrem Hinterteil. Ja, die sehen so mit ihrem Arsch. Zum reinigen Arschgesicht. Lea. Oh Gott. Meine Tochter. Ihr kennt mich? Mein Liebling. Ich habe dich dein ganzes Leben lang beobachtet, aber ich habe nie gewagt, dir zu nahe zu kommen, um dich nicht in Gefahr zu bringen. Wir sind mal einfach mein drei Packen Taschentüchern aufmachen. Oha, ja. Erstmal in die Aufnahme schneuzen. Ja. Das kommt dir ganz toll ich an. Ich bin überrascht, dass Kane dir nie gesagt hat, warum ich gegangen bin. Er wusste, dass ich berufen war, die Herrscher der Hölle zu bekämpfen. Und ich wusste, dass er dich beschützen würde. Er ist von uns gegangen. Dann hat uns das Schicksal wieder vereint. Kanes Werk, dein Werk, ist mein Krieg. Laut den horadrischen Texten verbleiben nur noch zwei Übel. Belial ist hier in Caldeum und Asmodan hat sich noch nicht gezeigt. So. Die Wachen haben euch nach diesem schwarzen Seelenstein gefragt. Asgars Nase mag das Wetter nicht. Ich erinnere mich daran, in Onkel Deckards Tagebuch von ihm gelesen zu haben. Aber er schien nicht wichtig zu sein. Zwischensequenz. Boah, ich dachte schon. Wir haben Leas Mutter Adria gerettet. Ja. Sie erzählte uns vom schwarzen Seelenstein. Einem Artefakt, welches das Böse für immer verbannen könnte. Ich muss ihn finden. Au. Oh, Scheiße. Ja. Was, oh, Scheiße. Auf Desktop getappt. Und ist seine Aufnahme kaputt. Oha, oha. Weil er nicht so hat, ne? Ja, er nimmt doch gerade, er nimmt doch auf eigentlich. Und er will dann in, wenn wir dann in 10 Jahren alle verstrahlt sind und Supermutanten sind, dann will er es hochladen, damit wir es anschauen. Ja, dann guckt er sich das nochmal an. Ja. Erinnerung. So, ja, wenn, während wir schon wahrscheinlich schon alle tot sind und er nur so ein verstrahlter Supermutant ist, also, kramt er noch so die alte Festplatte von seinem PC aus? Super Krebs, Mann. Ich habe ein paar neue Waren. Ihr solltet warte, mich da so ein super Krebsmensch. Ja, so ein super Krebsmensch. Kramt dann so deine alte Festplatte raus und guckst sie jetzt noch so an. Und freut sich dann so und erinnert sich zurück an diese komischen Menschen, mit denen du damals das gemacht hast. An diese komischen Menschen. Ja, er ist ja dann kein Mensch mehr, sondern so ein Krebs-Supermutant, also. Ich stelle jetzt mal Edelsteine her. Das. Dann kann ich mal meine Truhe langsam aufrollen. Uhu. Teleportiere ich mich zu Foxy. Verzeiht mein Verhalten am Hof. Die Wachen hätten mich getötet, wenn ich für euch Partei ergriffen hätte. Aber ich werde euch jetzt helfen. So gut ich nur seid sicher auf dem Weg in die Oase. Ich kann dieses Tor für euch öffnen. Ach, was der Kleine uns einfach hilft? Ja, dieser ein Harkan. Ein würdiges Opfer. Ja, immer dieser Harkan. Immer diese Harkan. Diese Harkan. So Harkan, Tarkan und so. Aua. Oh lol. Erwischt uns halt alle gleich. Ihr seid doch alle gleich! Nur die talentiertesten Magier können Skelettwächter heraufbeschwören. Man braucht viel Macht, um diese großen, schlanken Konstrukte aus ihren instabilen Reagenzien zu formen. Und noch viel mehr, um die Beschwörung aufrechtzuerhalten. Das Walrus-Manuskript beschreibt Asmodan als den besten Befehlshaber aller Dämonen.
der die Engel schon oft im ewigen Konflikt in den Ebenen des Wahnsinns sowie die großen Übel im dämonischen Bürgerkrieg besiegt hat. Sollte der Herr der Sünde unsere Welt je angreifen, haben wir wahrlich viel zu befürchten. Aha, wenn Asmodan uns angreift, laut den Walross-Manuskripten, dann haben wir viel zu befürchten. Naja. Er schießt die Laserstrahlen aus den Händen. Ja. Wie man bei Heroes of the Storm gesehen und hat. Und Feuerbälle kann er schmeißen. Ja. Und solche Pisspfützen. Und Pisspfützen erschaffen, um seine Feinde zu verlangsamen. Aber nur wenn er das gespielt hat. Mit Level 20. In Diablo 3. Oh, Scheiße. Jetzt teleportiert er sich erstmal weg. Neues Gebiet erstmal weg teleportieren. Ja. Hallo. Erstmal wieder John Rambo werden. Obwohl die Champions größer sind und die Irren verheerender, sind es doch die schamanischen Priester, die die Gefallenen anführen. Diese geschrumpften, unscheinbaren Dämonen können einen Feind leicht mit Feuerbällen töten. Jedoch haben sie die Fähigkeit, Verbündete wiederzubeleben, woher der hohe Respekt ihrer Gefolgsleute rührt. Bei Fox. Es ist leicht, sich auf die gefährlichen Feinde am Boden zu konzentrieren, doch also, die Blutfalten herrschen auf grausame Weise den Himmel. Diese blutrot gefiederten Vögel warten, bis ihre Keller. Beute sich in einer misslichen Lage befindet. Schweigt, ihr Narr! Glaubt ihr, ihr könntet diesen Mann retten? Was geht hier? Euer Party? Eigenes Schicksal besiegelt. Party! Der Feind hat Alkanus und die meisten der Kultisten vernichtet. Der Meister befiehlt uns, sofort weitere Sklaven zu fangen. Geht in die Oase und entführt die Dorfbewohner. Tötet alle, die sich wehren. So gewinnen wir gleichzeitig Verbündete und vernichten Feinde. Gerettet habt, werde ich euch gern das Privileg gestatten, sie stattdessen zu kaufen. Königliches Färbemittel habe ich noch nicht. Brauche ich 40 Mal. Mhm. Und wäre Spielvorteil. So, ja. Geht einfach vorne nach vorne. Ey, hier, der Level über mir ist. Fühlt. Oha. Der immer zuerst Level. Und ich immer ganz vor euch Level. Na, ich mach einen Betrieb, die vergessen noch in der Oase, okay. Können wir hin. Oh nein. Warum ist das so ein großes, komisches, irgendwas? Ach, das ist ein grüner Gegenstand. Großes, komisches, irgendwas. Ja, es war so grünes Kleeblatt auf meiner Map. Oh, da sind Gegner. Und jetzt geht's wohin? Vielleicht kommt sie nicht in die uralte Höhle rein. Ich wollte mir erst den Schrein holen, dass ich 25% weniger Schaden bekomme. Aha. Hä, du kriegst doch eh zu wenig Schaden. Also. Diese Zitterale sind heimtückische Plagegeister. Die sich in den Oasen rund um Kaldeum eingenistet haben. Sie sind für ihre schmerzhaften Bisse bekannt und sind besonders gefährlich, wenn sie in großer Zahl angreifen. Voll die 10 Diener. Man sagt, dass roher Aal bei der Oberschicht Kaldeums zur Delikatesse geworden sei. Doch ich versichere euch, an diesen Gerüchten ist nichts dran.
Oh, da ist ein Schrein. Dam, 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 dam. Der Barbar und auch, da kommen wir gar nicht mehr zum Angreifen. Ja, noch nicht bereit. Aber nicht ordentlich. Na gut, spätestens gehen können wir wenigstens dann wieder irgendwie groß noch kämpfen, wenn wir dann auf ein sehr hohem Level sind. So in Akt 3, glaube ich mal, sind dann die Gegner so stark genug, dass wir dann mehr als bloß einen Schlag bräuchten, um sie zu töten. Zumindest der Zillard und ich. Da wir immer noch diese OP-Steine da wieder haben. Mal diese OP-Steine. Ja, wenn dann beispielsweise die Waffen so 1000 Schaden machen und du da diesen OP-Stein mit plus 190 Schaden oder so reinhaust, dann macht es langsam auch keinen großen Unterschied mehr. Ihr haltet den Kreuzzug nicht auf. Oh mein, oh mein, oh mein, oh Gott. Warte, da kommt ein goldenes Pferd angeflogen. Ja. So ein goldenes, brennendes Pferd. Ich würde sagen, wir gehen in die nächste Ebene. Ein goldenes Pferd. Nur Geduld. Wow, der springt so weit, wie ich am mit dem Ross reiten kann. Der hat halt starke Beine. Insgesamt, ja, ja. Der rennt und springt dann auch gleichzeitig. Vorzüglich! So viel los, auch nichts dabei ist. Schon wieder ein grünes Ding. Ich hab davon auch schon ein paar gefunden. Das sind halt diese Set-Gegenstände, davon kann man nicht immer welche davon gebrauchen. Ja, ja, nur im Gesamtset machen die vier Sinn. Ich hab welche, aber die, die ich bis jetzt gefunden habe, die sind an sich einfach auf so niedrigen Levels. Ach, Kains Schicksal, cool. Ja, das hab ich auch schon. Habe ich jetzt insgesamt zweimal gefunden. Reste Kohle, weil. Oh, weil. Foxy sagt immer zu allem, oh, weil. Macht mir Angst. Oh, weil, Mann. Gang heim. Alter, jetzt hab ich irgendwie gesagt. Zerstören jetzt voll dieses irgendwas. Diese keine Wassermühle. Ahnung, das soll glaube ich mal eine Wassermühle sein. Vorzüglich! Löscht euren Durst mit dem Blut der Ketzer, meine Kinder! Ja. Trinkt und seid gesegnet! Fesul wird nie wieder trinken. Fesul Alcazar versprach seinen Jüngern, er würde sie aus dem sündigen Chaldeum in ein lilienbedecktes Paradies im Herzen der Wüste führen.
und dass die Reise dorthin sie alle bis zur Unkenntlichkeit verändern würde.